Hallöchen Leute, da sind wir bei Let's Play Skyrim und jetzt geht's los. Ich werde wegen dem Film, während dem Film nicht so viel quatschen, damit ihr euch das angucken könnt. Ja, jetzt geht's auch eigentlich los. Oh. Okay, anscheinend wachen wir hier gerade auf. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Ist im Englischen übersetzt, heißt das Himmelsrand übrigens. Ich weiß nicht, ob wir hier Gefangene sind oder es irgendwie kutschiert werden, aber ich glaube, wir sind Gefangene. Okay, aber ich werde aufhören zu quasseln. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmwindel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Ich komme aus Rohrigstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Rache, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraucht. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch euren Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogen schützen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Da bin ich wieder. Hier gibt's
mehrere Sachen, die man sich hier aussuchen kann. Ich fange von ganz unten an, die steche ich vor. Waldelfen, Rotwadorne, Orks, Nord, das sind hier so wie die ganz normalen ein bisschen. Dann Khajiit, das sind so katzenähnlich, die sind gut im Klauen, glaube ich. Die Kaiserlichen, Hochelfen. Hallo? Dunkelelfen, Bretonen und Agonia, das sind so Katzenwesen. Echsenwesen. Dann, ich habe mir überlegt, nehmen wir Khajiits. Hier so ein Khajiit. Ich finde, die sind schön exotisch. Die sind, ja. Dann den Körper. Geschlecht, männlich, finde ich ganz gut. Vorgaben, da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt dran nachrichten. Hautfarbe. So schwarz ist cool, finde ich. Gewicht checken. Ja, muskulös hier. Dann auf geht's zum Kopf. Das finde ich ganz cool. Mal gucken, hier Narben. Die letzte fand ich ganz schön, unauffällig. Die finde ich auch hübsch. Kriegsbemalung, wie sieht das aus? Hm. Das ist cool, finde ich. Die Farbe der Bemalung. Ja, schwarz. Gut, machen wir weiter mit dem Gesicht. Die Nasenhöhe finde ich ganz schön. Nasenlänge auch. Kieferhöhe. Wangenknochenbreite, Langfarben. Nasenfarbe, Kinnfarbe, Halsfarbe, Stirnfarbe. Hier ist nicht eigentlich so ganz schön. Aber ihr merkt, hier gibt es viele Optionen. Hier kann man wirklich was Individuelles machen. Die Augenform. Das finde ich ganz cool. Die Augenfarbe. Das ist cool, finde ich. Augenhöhe, Augenbreite, Augentiefe, Lidstrichfarbe, Lidschatten. Ja, finde ich auch ganz gut. Die Braue, ja. Muss ich mich jetzt nicht unbedingt drum kümmern, brauche ich nicht. Hier der Mund, finde ich auch ganz gut. Haare, ist gut so. Gut, dann sind wir, denke ich, fertig. Dann geben wir uns jetzt mal einen Namen. Wir nennen uns hier fürs Let's Play Nick Star. Oh, was ist denn hier passiert? Was geht denn hier ab? Okay, nochmal. So. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Ach, Kacke. Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyer zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ach, Kacke. Wie es aussieht, werden wir jetzt hingerichtet. Das hier vorne ist, glaube ich, General Tullius. Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente.
Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh, verdammt! Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Ich will denn nicht der Nächste sein. Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Ach, Kacke, wir sind doch die Nächsten. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ach, Mann, ey. Verdammt, war das ein Drache? Was habt ihr gesehen? Ach du Kacke! Okay, der Hinrichtung sind wir entgangen. Dem Drachen nicht. Wie ist das möglich? Oh, verdammt. Raus. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Wir müssen nur einige von diesen Fähren. Da! Verdammt! Kacke, das ist Hammer. Okay, das geht schon mal richtig actiongeladen hier los. Ihr müsst hierher kommen, los! Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Turbos! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Ich hab's Gefühl, mit dem könnten wir uns anfreunden. Bleibt nah bei der Wand. Verdammt! Schnell, folgt mir! Wow, der hat mich nicht gesehen, das war knapp. Verdammt, sie können ihr anscheinend noch nicht ihr Zeug abnehmen. Also wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und wir werden dann im Laufe der Zeit auch Drachen töten, also. Und das ist nicht leicht. Wir fliehen, Hartmann. Diesmal haltet ihr uns nicht. Schön. Ich hoffe, der Drache wird euch dann so gerne. Ich hoffe, ich krieg bald eine Waffe. Okay. Das scheint, dass wir jetzt erstmal in der Festung sind. Hoffentlich erstmal ein bisschen sicher. Und hier finde ich das eigentlich ganz angebracht. Ich mache hier den ersten Cut. Bis dann!